Wie sehr haben Sie denn noch damit gerechnet, dass Sie tatsächlich hier dann der verantwortliche Trainer sind beim Auftakt? Also ich habe damit immer gerechnet. Ich habe damit immer gerechnet und wie schon gesagt, es war jetzt nicht so schön, aber es ist so. Wie sehr geht man, versucht man das von sich wegzuhalten, weil man ja eigentlich fürs Sportliche zuständig ist, wenn jeden Tag ellenlang Artikel und Berichte über den eigenen Verein erscheinen, die mit dem Sportlichen eigentlich gar nichts zu tun haben? Deswegen bin ich ja jetzt hier und wir reden nur über Sport. Was haben Sie vor? Neuzugänge können nicht präsentiert werden. Liegt das einfach daran, dass dieser Verein momentan ganz andere Sorgen hat? Nein, wir haben jetzt zum Beispiel das, was wir jedes Jahr was uns ausmacht, wir junge Spieler mit hochgenommen. Den Richie Neudecker, den Taffertshofer, der jetzt mittrainiert in der Vorbereitung. Dann war jetzt auch die Zeit natürlich ein bisschen knapp und wir werden auch noch Neuverpflichtungen bekannt geben. Der Sportdirektor hat schon gesprochen, jeder Mannschaftsteil soll mit ein, zwei Leuten verstärkt werden. Wie weit ist man denn mit den Gesprächen? Oder ist man überhaupt handlungsfähig? Also so wie das mein Stand ist, sind wir handlungsfähig, ja. Können Sie uns ein bisschen was sagen über die Verhandlungen? Nee. Nee, sonst sind die dann auch noch weg. Nee, nee. Wenn man sagt, das Gerüst soll gehalten werden und man beinahe in die dritte Liga abgestiegen ist, dann könnten die Ziele wahrscheinlich nicht so hoch formuliert werden, wie es ist. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir eine vernünftige Mannschaft, die gezielten Verstärkungen bekommen. Dass wir jetzt eine richtig gute Vorbereitung haben, dass wir einen vernünftigen Fitnesszustand aufbauen. Und dann wollen wir das so haben, erstens auf alle Fälle eine ruhigere Saison wird als letztes. Und Sie persönlich, wie wollen Sie diese Sache hier angehen, wenn Sie jetzt das Vertrauen vom Verein bzw. vom Sportdirektor bekommen haben? Wie ich das angehen will? Mit dem gleichen Engagement wie die letzten vier Monate, mit Fleiß, mit der richtigen Einstellung und dass wir gemeinsam, da gehört nicht nur ich dazu, da gehört das ganze Funktionsteam dazu und eben auch der Verein und die Fans und dass wir, wie gesagt, uns eine Basis aufbauen, dass wir eine ruhigere Saison spielen als letztes. Wenn man das alles betrachtet, was um den Verein umgeht, wie wichtig, Sie können das nicht beeinflussen, aber wie wichtig wäre es denn tatsächlich für 1860, dass da bald mal wieder Klarheiten herrschen? Ja gut, jetzt sind ja schon mal im sportlichen Bereich sind jetzt Klarheiten geschaffen worden. So wie es hier aussieht, sind wir auch handlungsfähig, dass wir auch eben Spieler verpflichten können. Dass wir, Sommerloch vielleicht war das jetzt auch ein bisschen. Also auf alle Fälle ist es so, dass es natürlich wichtig ist, dass wir in Ruhe arbeiten können, dass die Mannschaft das auch, es waren ja die letzten vier Monate, waren ja schon im Endeffekt Stress genug, auch für die Mannschaft von der Mentalität her. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir in ruhiges Fahrwasser reinkommen und dass wir uns auf unseren Hauptaugenmerk, den Fußball, konzentrieren. Letzte Saison hat der Trainer, der hier stand, gesagt, wir wollen Meister werden. Was sagt denn der Trainer diese Saison? Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt wir wollen nächste Saison eine bessere spielen und eine beruhigendere Saison. Gerade im Olympiapark gewesen zum Laktattest. Wie sind Sie da zufrieden mit dem Fitnesszustand von der Mannschaft? Na gut, die Werte kriege ich jetzt noch. Und dann gucke ich mir das an und dann wird danach gearbeitet. Sie haben ein, zwei Mal gesagt, das kann doch nicht wahr sein beim Lactatis. Worauf war das gemünzt? Ich habe mich auch mit Colin unterhalten, weil wir noch ein paar Sachen absprechen mussten. Und das wäre vielleicht ein anderer Text, weiß ich nicht. Thema Spielertransfers nochmal. Bobby Wood hatten Sie ja schon mal angesprochen, Sie hätten ihn gerne wieder hier. Er möchte ja nicht so. Setzt man sich nochmal mit ihm an einen Tisch, um vielleicht ihn doch nochmal zu locken? Oder wie schaut das Ganze aus? Weil brauchen wir über Bobby brauchen wir nicht reden. Der ist gut, der hat eine richtig gute Qualität, hat sich auch noch mal gut entwickelt. Der würde gut zu uns passen. Ich denke mal auch in diese neue Mannschaft oder in diese Mannschaft mit rein würde er gut passen. Ich bleibe dabei, ich würde gerne mit ihm arbeiten. Was da vorgefallen ist, dass er Padu nicht unbedingt möchte, aber er ist noch unser Spieler. Und wenn es nicht anders ist, dann hat er hier normalerweise nachher auch aufzutauchen.